Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer weiteren Screencast-Reihe über den Ubuntu USB-Stick. Und wir haben ja bereits einen USB-Stick erstellt, in dem Fall mit 18.04. Das könnt ihr euch nochmal angucken in dem vorherigen Screencast. Und heute wollen wir den USB-Stick teilen, sodass wir noch eine zweite Ubuntu-Version aufnehmen. In dem Fall hier die Version 16.04. Und wie wir das machen, das zeige ich euch heute. Zuallererst müsst ihr hingehen und den USB-Stick booten. Und zwar mit der Option des Live-Systems von Ubuntu im Hauptspeicher, also wieder to RAM, weil wir den USB-Stick bearbeiten müssen. Das heißt, ihr wählt die Option aus Try Ubuntu mit der Option to RAM. Wenn ihr das gemacht habt, dann besorgt ihr euch ein Terminal mit Ctrl-Alt-T. Und ja, wie so ein Terminal aussieht, das haben wir zum Beispiel hier. Und da müssen wir jetzt auf dem USB-Stick einiges vorbereiten. So, was wir dazu als erstes mal machen, ist, wir rufen sudo gpathet auf. So, geben wieder unser Passwort ein für root und kriegen dann verschiedene Festplattenkonfigurationen angezeigt. Wir wählen hier oben rechts aus unseren USB-Stick. Ja, das ist unser USB-Stick hier, den wir aufgenommen haben. Mit der FAT-Partition, die 8 GB groß ist und 107 GB für die SDB2-Partition. So, und der geht es jetzt nämlich an den Kragen. Die wählen wir aus. Wir müssen die als erstes aushängen, damit wir die bearbeiten können. Und dann anschließend wollen wir die Größe verändern. Also in dem Fall ist das so, ja, wir halbieren die ungefähr. Ich sag mal, was hatten wir? 107, ja, wir nehmen mal 54, 53 Gigabyte so ungefähr. Und diese Größe ändern wir und das wenden wir an. Damit wird dann diese Partition entsprechend verkleinert und wir haben uns einen freien Speicherplatz gesichert und auf diesem freien Speicherplatz, da werden wir dann Ubuntu 16.04 installieren. Was wir noch weitermachen müssen, ist, wir müssen dann anschließend in unserem Group noch die neuen Booteinträge eintragen. Das werden drei Booteinträge sein. Ein Booteintrag natürlich für das Betriebssystem selber, also für die Auswahl des fertig installierten Systems. Und zwei weitere Booteinträge, wie wir das vorher auch schon gesehen haben, für die Live-Versionen von Ubuntu 16.04. Das werden wir auch wieder to RAM machen, wie bei den anderen auch, aber im Gegensatz zu den anderen werden wir die nicht mehr auf dem USB-Stick direkt selber draufspielen, sondern wir werden nur die ISO-Image draufspielen oder das ISO-Image draufspielen und wir werden einen Boot-Eintrag generieren, der es uns erlaubt, dieses ISO-Image direkt zu mounten. So, jetzt habe ich hier meinen Speicherplatz schon freigemacht. Und dann kann ich hingehen auf dem nicht zugeteilten Speicherplatz wieder eine Primärpartition mit Extended 4 anzulegen. Und genau, und die soll formatiert werden direkt als Extended 4. Und dann wende ich das auch an. So, dann habe ich das DevSDB3 und da bin ich schon fertig. Und damit, ja, habe ich schon den ersten Teil erledigt. Und jetzt seht ihr auch, warum es so wichtig war, dass ihr wieder in dem Modus to RAM gebootet habt. Denn sonst hättet ihr diesen USB-Stick nicht bearbeiten können. So, jetzt müssen wir uns wieder die Block-ID besorgen. Dann werden wir schon den Eintrag vorbereiten, um hinterher Ubuntu zu booten. Und wir werden auch nochmal die Einträge bearbeiten, die wir angelegt haben. Wie machen wir das? So, dazu wechsle ich jetzt wieder auf meine Partition. Meine Boot-Partition, das ist bei mir Boot Group. Ich öffne wieder den Editor meiner Wahl. In dem Fall hier den Emacs. Ihr könnt Gedit nehmen und da mache ich jetzt ein paar neue Einträge. Und als allererstes mal machen wir hier einen Eintrag für
unsere neue Platte, den alten bin ich nicht um, damit ich das ein bisschen besser zuordnen kann. Das ist SDW2 Ubuntu 18.04, was wir da installiert hatten. Und der neue wird auf SDW3 landen und das ist unser Ubuntu 16.04. So, die Block-ID habe ich natürlich jetzt verpasst. Dann gehe ich nochmal schnell wieder raus und hole mir die Block-ID, die UID. Block-ID, das war def SDB3. So, und das ist hier die BC5 bis 74. Die kopiere ich. Und dann hole ich mir wieder den Editor und trage das an die Stelle richtig ein. So, und dann sollte das nicht HD1 sein, sondern dann sollte das 2 sein, weil wir gewechselt haben. Hier fängt die Nummerierung von 0 an. So, jetzt brauche ich noch zwei zusätzliche Einträge für das Booten von 16.04. Und da gebe ich einfach mal bei Google Ubuntu Boot ISO Images und zwar Group ein und dann findet ihr den ersten Eintrag direkt. Da gehen wir ein bisschen runter und da wird beschrieben, wie man Menüeinträge erzeugt. Hier haben wir zwei Menüeinträge. Wir brauchen den hier für 64-Bit und den kopieren wir mal und dann packen wir den jetzt hier unten an diese Stelle hin und müssen den noch rumeditieren. So, dann ändern wir noch die Einträge hier. Das ist das Wichtige, das ist das ISO-File. Der Kommentar ist nicht so wichtig. So, und dann haben wir schon unser richtiges ISO-File ausgewählt. Der Ordner muss natürlich auch noch stimmen, da wir das in das Hauptverzeichnis reinkopiert haben oder reinkopieren, brauchen wir hier keinen Dateinamen vorher. Und dann müssen wir natürlich das Loopback-Device noch anpassen. Bei uns ist das SDB1, das wissen wir. Deswegen kommt hier an der Stelle eine 1 hin. Dann anschließend müssen wir noch auswählen, welches Linux-Image denn gebootet werden soll. Das ist in Casper VM Linux und das heißt nicht EFI. Und hier heißt das Initial RAM Dist nicht .lz, sondern nur LZ und warum weiß ich das? Zeige ich gleich noch. Wir gucken mit der Archivverwaltung in das Image selber rein und da sehen wir nämlich genau die Namen. Also in dem Verzeichnis Casper müssen dann vor allem Linux und initrd drin sein. Und hier erweitere ich das Ganze noch wieder mit der Option to RAM, weil ich das wieder in den Hauptspeicher booten will, damit ich den USB-Stick zur Verfügung habe. Und auch hier addiere ich die Option to RAM und dann nehme ich noch ein bisschen was weiteres dazu, weil ich möchte nämlich gerne, dass das sofort deutsch ist. Und wie mache ich das? Da addiere ich dann, und das habe ich jetzt mal kopiert, local.de, bootkeyboard.de und Konsolen-Setup sollen auch das layout.de sein, damit ich das direkt drin habe. Das könnte man, wenn man will, auch bei dem anderen Ubuntu noch mit dazu machen. Ja, ich mache das mal dazu. Ich nehme mal hier vor dem Quiet, addiere ich das mal auch, damit ich, falls ich das mal brauche, das da auch noch zur Verfügung habe. So. Ihr könnt das anhalten und dann entsprechend abtippen. So, und diesen Eintrag möchte ich aber auch normal haben noch. Also mit USB-Stick, nicht nur Hauptspeicher und dann verdoppel ich den und dann nehme ich das to RAM einfach hier wieder raus und dann habe ich meinen neuen Eintrag. So, und dann ist es Zeit, das 16.04 zu booten und dann in die oben schon vorbereitete Partition für 16.04, die wir ja schon in SDB3 vorbereitet haben, die dann da rein zu kopieren nach dem gleichen Muster, wie wir das auch in dem anderen Screencast schon gemacht haben. Ich werde das wieder versuchen mit dem Handy abzufilmen, man kann das nicht so gut lesen, aber das sollte dann trotzdem einigermaßen gehen.
So, also wir speichern das Ganze und ja, bis gleich. So, und jetzt noch wie besprochen der Hinweis, wie wir darauf kommen, dass in dem Group die Informationen nur vor allem Linux und initrd sind. Also ich gehe noch mal eben in den Ordner rein, root group cat group.cfg. So, dabei handelt es sich hier um die entsprechenden Einträge hier, also das initrd und das vm Linux. Warum das nicht vm Linux EFI oder initrd heißt, das kriegt ihr raus, indem ihr dann einfach mal auf den USB-Stick drauf geht. Da haben wir das Ubuntu Desktop 04 runtergeladen und wir gucken uns das jetzt mit der Archivverwaltung mal einfach an. So, das geht dann auf und da sehen wir, da gibt es den Ordner Casper und in dem Ordner Casper gibt es genau die beiden Dateien vm Linux und initrd. Und die heißen auch manchmal initrt.gz oder vm Linux.efi oder irgendwas anderes und deswegen muss man das in einem Group natürlich anpassen, so wie das in dem ISO-Image entsprechend vorgegeben ist. Ja, und das war schon. So. Boote jetzt mal wieder von meinem USB-Stick. Weiter weg. Ja, ich mache es ein bisschen größer. Ich hoffe, ich versuche mal, dass man das lesbar machen kann. Naja, hier sieht man, hier muss ich mein Boot-Menü wieder auswählen. Genau. Ich kriege dann hier meine Boot-Option für die verschiedenen Festplatten. Ich wähle hier natürlich jetzt den USB-Stick aus. Und dann sehen wir hier schon unser neues Boot-Menü. Ich versuche das mal ein wenig klar zu kriegen. Und da wählen wir halt die neue Option aus, die wir gerade hinzugefügt haben, nämlich das 1604 True RAM. Ja. So, und wenn ich das mache, dann sehen wir hier, ja, dass es jetzt kurz dauert und dann haben wir unsere 1604 Umgebung von dem ISO-Image gebootet und haben quasi das, was wir früher als USB-Stick kreiert haben, jetzt einfach von dem USB-Stick direkt als ISO-Image gemountet. Und weil wir das wieder in den Speicher gemacht haben, können wir den USB-Stick weiter benutzen und wir brauchen ihn ja, um auf SDB3 die verschiedenen Sachen zu installieren. So, hier habe ich jetzt meine Installationsumgebung und da wähle ich jetzt die Ubuntu-Installation aus. Und ich möchte natürlich wieder Deutsch haben. Ich möchte, nein, nichts weiter runterladen, nur die Basisinstallation. Und ja, ich möchte die Partition aushängen, damit ich da wieder drauf arbeiten kann. Es dauert dann wieder ein wenig. Und dann kommt unser Menü und da wählen wir dann jetzt gleich für die Root-Partition unser SDB3 aus und dann dauert wieder die Installation, so wie wir das im Prinzip schon kennen. Ich versuche das nochmal ein bisschen schärfer zu machen. So, das ist das normale Runterladen. Ihr seht, ja, der Kreis läuft. So, wir wollen natürlich nicht daneben installieren, sondern wieder etwas anderes machen. Weiter. Dann erscheinen wieder unsere ganzen Festplatten und hier ist die SDB3, von der wir schon wissen, was wir machen wollen. Und hier würden wir das ändern. Nein, wir wollen das nicht ändern. Wir wollen, dass die Partition als Extended 4 benutzen, nicht formatieren, aber als Root einhängen und damit können wir das ganze System schon installieren. Kriegen hier nochmal eine Nachfrage, dass das nicht formatiert wird. Das brauchen wir aber nicht, weil wir das ja vorher schon gemacht haben.
So, dann werden die auf diese Festplatte geschrieben und ja, das gleiche Spiel hatten wir ja mit dem anderen Screencast auch. Hier wählen wir wieder na, am besten Deutsch aus. Was ist das hier? German. Da ist Deutsch. So, und dann müssen wir wieder einen Account machen. Dann nehmen wir wieder mal wieder RobLab mit einem vielleicht ganz einfachen Passwort. Das müsst ihr dann halt selber wählen, dass das sicher ist. Und die Anmeldung machen wir wieder automatisch. So, jetzt dauert die Installation wieder. Und danach können wir dann booten und das installierte Ubuntu auswählen, für die wir ja schon in Group unseren Eintrag angelegt haben. Fertig und können neu starten. Wir machen erstmal hier ausprobieren, fortsetzen und ja, wir gucken uns dann in den nächsten Videos, ob das auch geklappt hat. Jetzt booten wir neu. Da ist wieder das altbekannte Spiel, den USB-Stick auswählen in dem Bootmenü. Und dann haben wir jetzt den neuen Eintrag kreiert. Das ist der auf STMB3 des 1604 und den können wir jetzt starten. Und ah, das sieht schon mal sehr gut aus. Wir kriegen da ein entsprechendes Menü. Und man sieht, Ubuntu 1604 ist jetzt auf dem USB-Stick installiert und bootet dann auch. Hier gilt es dann jetzt wieder entsprechend weiterzumachen und ja, weitere Tools zu installieren. Ein Terminal eurer Wahl, ein Editor eurer Wahl. Was ich auch immer ganz gerne mache, was ich vielleicht nochmal eben zeigen kann, ist als erstes unter den Einstellungen mal den Hintergrund zu ändern, die Darstellung, dass man ein bisschen schöneren Hintergrund kriegt. Und gleichzeitig hier den Slider ein bisschen kleiner macht, damit da kriegt man auch ein bisschen mehr drauf und verliert nicht so viel Platz. So, und dann habt ihr gleich schon ein ganz anderes, viel schickeres System. Und Amazon verschwindet natürlich aus dem Starter. Ja. Und dann die Installation, die gucken wir in einem weiteren Screencast an.